A non-vessel is steering course 097 degrees, speed 15 knots, position latitude 33 degrees 34 decimal 2 minute north, longitude 034 degrees 53 minute east. This is Oscar Sierra calling you on Channel 6. Do you read me, over? Oscar Sierra, this is St. Nicholas. Over. Motor vessel Nicholas, this is Oscar Sierra. Captain, good evening, Captain. Give me your IM number, please. Good evening. My IM number. Die deutsche Marine im Mittelmeer. Das Schnellboot Hyäne steuert unter falschem Namen auf Beirut zu. Die Besatzung will testen, ob die libanesische Küstenüberwachung funktioniert. Die Libanesen haben das Schnellboot früh entdeckt und angefunkt. Motor vessel Nicholas Oscar Sierra, Captain, give me type of vessel. A type of vessel is a general cargo. Then give me your flag. Flag is Cyprus. Michael Adam ist der erste Wachoffizier an Bord. In dieser Übung täuscht er den libanesischen Kollegen mit Absicht. Nach 5 Minuten sollte er spätestens gemerkt haben, dass es dieses Schiff so nicht gibt. Es gibt zwar einen St. Nikolaus, auch mit dieser Nummer, aber nicht aus Zypern und alles passt nicht zusammen. Deshalb sollte er uns bloß nicht in den Libanon reinlassen. Denn so könnten Waffen ins Land geschmuggelt, der Libanon wieder ins Chaos gestürzt werden. So wie 2006, als Israel den Libanon bombardiert und eine Seeblockade verhängt. Denn zuvor hatte die schiitische Hisbollah-Miliz 2 israelische Soldaten in den Südlibanon entführt und den Nachbarn mit Raketen beschossen. Damit den 2. Libanon-Krieg ausgelöst. Der Libanon bittet die Vereinten Nationen um Hilfe und bekommt sie. Die UN vermittelt eine Waffenruhe, will im Gegenzug den Waffenschmuggel über das Meer verhindern. Blauhelm-Soldaten patrouillieren seither im Rahmen der UNIFIL-Mission vor der libanesischen Küste. Es ist der erste UN-Einsatz auf hoher See. Er war damals der deutsche UN-Botschafter. Es ging darum, diesen heißen Konflikt Südlibanon-Israel eben möglichst schnell zu beendigen. Und das konnte man nicht den Konfliktparteien überlassen. Und deswegen hat eben der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dies als eine Gefährdung und Verletzung des internationalen Friedens und der Stabilität gesehen und deswegen dieses Mandat erlassen. Auch Deutschland will helfen. Kriegsschiffe und Marinesoldaten sollen den Vereinten Nationen zur Verfügung gestellt werden. Im Bundestag wirbt Angela Merkel für den Einsatz. Das Mandat ist robust. Wirksamkeit und Kooperation sind seine Eckpfeiler. Es hilft den Menschen in der Region. Es dient deutschen Interessen. Ich bitte Sie deshalb um eine breite Zustimmung zu diesem Mandat. Die Abgeordneten folgen der Bitte. Seither ist das Bundestagsmandat jedes Jahr verlängert worden. Er setzt die Pläne der Regierung um. Als Kommandeur befiehlt Nicolas Lieche von Rostock aus die Korvetten der Bundeswehr. Wenn man auf die Aufgaben guckt, gemäß der VN-Resolution, ist es eben die Verhinderung von Waffentransfer über See in den Libanon hinein. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist sicherlich insbesondere wichtig für Deutschland, weil Deutschland die Ausbildung der libanesischen Marine vorantreibt. In den vergangenen 12 Monaten haben Rostocker Korvetten den libanesischen Seeraum mit überwacht. Doch der Plan hat sich geändert. Die Korvette Erfurt wird jetzt woanders gebraucht. Eigentlich war sie bis auf Weiteres für den UNIFIL-Einsatz im Libanon vorgesehen. Und eine deutsche Fregatte sollte vor der Küste Somalias den Seeweg vor Piraten schützen. Doch die Fregatte wird jetzt im Seegebiet zwischen der italienischen und libyschen Küste gebraucht. Dort soll das Schiff Flüchtlinge retten und gegen Schleuserbanden vorgehen. Die Korvette muss im Gegenzug ans Horn von Afrika. Vor dem Libanon ist nun ein deutsches Schnellboot im Einsatz. Rund 150 deutsche Soldaten sind derzeit im UNIFIL-Einsatz. Mit der Hyäne stechen heute 37 Soldaten in See. Der Einsatzhafen liegt weit entfernt vom Ziel. 250 Kilometer liegen zwischen Limassol und der libanesischen Küste. 5 Stunden dauert die Überfahrt.
Inzwischen arbeitet auch Nicolas Lieche im Mittelmeer. Für 6 Monate leitet er die deutschen Marineeinheiten des UNIFIL-Einsatzes. Der wahre Kern ist, dieses Land in eine Stabilität zu führen, die dauerhaft ist. Und ich sage das auch immer meinen Soldaten, wenn man sich den Norden des Landes anguckt, im Syrien ist Chaos, oder im Norden und Osten des Libanons, im Syrien ist Chaos. Im Gazastreifen war noch vor gar nicht allzu langer Zeit Chaos. Und da ist der Libanon verhältnismäßig stabil. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Beitrag ist. Und ich glaube auch, dass das das Resultat unter anderem der Marineeinheiten hier vor Ort ist. I have cargo to charge. And my information are correct. Please call my agent over. No, Captain. Your information is not correct, Captain. Change your course, Captain. Take course 270. You are not under the territorial water Lebanese. Okay, Captain. Die Libanesen wissen immer noch nicht, was für ein Schiff auf ihre Küste zusteuert. Doch die Deutschen lassen sich nicht beirren. You are not under the territorial water Lebanese. Okay, Captain. No. When I am late in the harbor. So I will go in the harbor. Die Nervosität ist da und er weiß auch so langsam nicht mehr, was er machen soll. Ich glaube, er hat einfach keine Lust im Moment, die Quick Reaction Unit rauszuschicken, aber schauen wir mal. Die Libanesen schicken aber kein Abfangboot raus. Sie drohen nur. Damit ist Wachoffizier Adam gar nicht zufrieden. You do what you want, I do what I want. I will enter the harbor. Das ist viel zu spät. Weil wenn man jetzt rausschaut, kann man bereits den Libanon sehen. Ich kann jetzt kleine Schlauchboote aussetzen, die sind schneller an der Küste, als irgendeiner reagieren kann. Das war jetzt wirklich zu spät. Die Deutschen brechen die Übung ab, geben sich als Schnellboot zu erkennen. Die libanesische Seeraumüberwachung hat versagt. Das allerdings sehen die libanesischen Kameraden ganz anders. Actually, it went smooth, so it was intercepted way far from the coastline, so we succeeded in our mission. And after that, it was clear, and the ship provide us the information and its identity. So it was good, actually. Anfangs hat er recht gut reagiert, aber am Schluss hat ihm die Durchsetzungsfähigkeit gefehlt und vor allem hat er Sachen angedroht und die dann nicht durchgeführt. Und das ist so ziemlich das Schlechteste, was man machen kann. Wenn ich drohe, dann muss ich auch bereit sein, die Drohung wahrzumachen. Im Ernstfall haben Schmuggler sonst leichtes Spiel. Solche Fehler sollen der Küstenüberwachung eigentlich nicht passieren, zumal die libanesischen Soldaten von der Bundeswehr mit ausgebildet werden. Doch oft sitzen Neulinge an den Geräten. Da die libanesische Marine keine eigene Teilstreitkraft ist, sondern die Soldaten auch mal abgezogen werden, um irgendwo im Schützengraben zu sitzen und dann wieder ganz neue dastehen, ist das eine Sisyphusarbeit. Die Hoffnungsträger der libanesischen Offiziere werden sogar in Deutschland ausgebildet. An der Marineschule in Flensburg-Mürwik. Jad Kakafi ist einer von ihnen. Nach 2 Jahren Ausbildung soll er im Libanon mal eine Führungsposition einnehmen. Nicht jeder kann Menschen führen, deswegen bleibt man ja an dieser Schule. Deswegen hat man so viele verschiedene Lehrgänge, so viele verschiedene Ausbildungsprogramme, um ganz genau zu lernen, wie man Menschen führt. Wie man den Leuten Befehlen erteilen kann und unter Stress. Auch bei 600 Grad, wie in der Brandbekämpfungsübung, die jeder Offiziersanwärter bestehen muss. Denn auf einem Boot gibt es keine Feuerwehr. Meldung Temperatur Rauchgase 300 Grad. Die Ausbildung prägt. Mohammad Hodaib hat sie 2014 in Flensburg abgeschlossen. Sogar besser als seine deutschen Kameraden. Zurück im Libanon ist er Wachoffizier auf einem Patrouillenboot. Ich bin schon pünktlich und ja, bin ich pünktlicher geworden. Und wenn etwas schief geht und sehe ich, dass die Leute falsch verhalten damit, und werde ich sauer. Und erinnere ich immer an diese Zeit in Deutschland, wie die Leute sind ruhiger und haben keinen Stress in ihrer Arbeit.
Und ich hoffe, dass wir irgendwann hier im Libanon genauso wir unsere Arbeit verhalten. Hey, hallo, Joseph. Er führt die libanesische Marine, Admiral Nasir Jebaili. Schon 6 seiner Offiziere wurden mit deutscher Hilfe für den Dienst auf See ausgebildet. We can see this progress in detail from the operational level now of the Lebanese Navy personnel. They can now deal with operation orders like the orders done in the German Navy, let's say, or even on a NATO level. And also in the training, because especially, let's say, the German Navy is always existing at the naval school and the bases. They are training our officers and personnel in the base, at sea, and also in school. So we are dealing with them on a daily basis, and we are very happy with this. In position, 5 power degrees. This is container ship storming. Das liegt auch daran, weil die Deutschen viel Technik mitgebracht haben. Zum Beispiel einen Navigationssimulator. Vor der Zusammenarbeit war man auf libanesischer Seite eher misstrauisch. The first day when the Germans came here, we said, oh my God, the Germans are coming. We are not used to work with them. They are very serious people, how we're gonna deal with them, etc. But in fact, it showed up to be completely different, because we believe from the first day that we will become very close friends, and this is what happened. So now we are very, very happy with their existence, and now we can say that we are used to their way of doing things, especially in operations and in training. Auch die Radarstationen sind neu, denn im Libanon-Krieg 2006 wurden alle Anlagen von Israel zerstört. Mit deutschem Geld und deutscher Technik bauten die Libanesen sie wieder auf. 8 Stationen sorgen jetzt für ein lückenloses Lagebild der Küste. Eine 9. Station ist in Bau. Im Hauptquartier der libanesischen Marine arbeitet Fadi Zakka. Nach seiner Ausbildung in Deutschland sind die Erwartungen an ihn besonders hoch. Wenn man merkt, dass dieser Offizier in Deutschland ausgebildet wurde, dann denken, ja, der hat viel gelernt und der soll richtig viel tun kann und besser als, ich werde nicht sagen besser als andere Länder, aber man hat ein höheres Niveau sozusagen. Feuer an Bord. Verletzte müssen geborgen werden. Auf dem Boot Tabaja trainieren libanesische Marinesoldaten regelmäßig Ernstfälle. Das Boot haben sie von den Deutschen bekommen. Die Übung klappt gut soweit, aber die libanesische Marine muss noch besser werden. Ohne die internationale Unterstützung und Ausbildung der Marine im Libanon geht es noch nicht. Auch Schwierigkeiten haben wir im technischen Bereich. Und dafür sind 2 Gründe hier im Libanon. Kein genügend Geld, um das zu lösen, aufzulösen. Und keine vernünftige Ausbildung für die Unteroffiziere. Also jetzt hilft die deutsche Marine hier in die Marineschule, in dieser Technikwerft, die Unteroffiziere auszubilden, in diesem Elektronikbereich. Aber wir brauchen immer noch Ausbildung, um mehr klarzukommen mit den neuen Systemen, die auf neue Boote kommen. Der Einsatz an Bord der Hyäne ist oft Routine. Per Radar sucht die Besatzung nach auffälligen Schiffen, um diese in den Libanon zu melden. Doch die Soldaten müssen schnell von Langeweile auf Kampfbereitschaft umschalten können. Und sei es nur für eine Übung. Die Besatzung auf Gefecht, das Gefechtsverschluss soll sich im gesamten Boot herstellen. Stärke mit einem Gefecht, dann Alarm schießen. Innerhalb von 2 Minuten muss die Mannschaft gefechtsbereit sein. In internationalem Gewässer wird mit scharfer Munition geübt. Abstand, 4, an. Feuer. Marschallfeuer, Marschallfeuer. Jeder Schuss mit der Bordkanone kostet 1.400 Euro und kann Ziele in 18 Kilometer Entfernung treffen. So eine Übung darf nicht zur Routine werden. Es gibt so Fallbeispiele, wo sich einer zum Beispiel mal, weil er unachtsam war, den halben Kopf da wegrasiert hat mit einer ausgeworfenen Hülse. Das sind denn so, wenn halt die Drücke dahinter stecken, die
wenn denn so eine Lackage halt im Turm ist oder so eine Leitung platzt, dann ja, 78 Bar halt, ne, muss man so sagen. Das ist gewaltig Feuer, was dahinter steckt. Für nahe Ziele steht das Bordeinsatzteam bereit. Es schützt die Hyäne im Ernstfall mit schweren Maschinengewehren. Das Schnellboot ist vergleichsweise alt, gebaut in den 80er Jahren, noch zur Zeit des Kalten Krieges. Ursprünglich sollte es nur in Nord- und Ostsee fahren. Ein Einsatz im warmen Mittelmeer war eigentlich nie vorgesehen. Die Anlagen, die haben natürlich zu kämpfen mit den Temperaturen hier. Diese Seekühlwasserleitungen zum Beispiel und sowas sind das ja, haben wir 30 Grad von draußen. In der Ostsee haben wir 10 Grad. Das macht die Motoren zu schaffen. Aber so oft, wenn man die Motoren gut wartet, eine gute Heizerei hat, dann passiert da nicht so oft was. Es passiert immer was, aber nur Kleinigkeiten. Trotzdem sollen die Schnellboote nach 30 Jahren bald ausgemustert werden. Die UNIFIL-Mission ist wohl der letzte große Einsatz der Hyäne. 3 Tage kann sie auf See bleiben, dann gehen Proviant und Treibstoff auf dem engen Schnellboot zu Ende. Man muss es mögen und so ein enger Raum erzeugt natürlich auch so ein Familiengefühl. Das heißt, man kennt den Nebenmann in- und auswendig, kann seine Stimmung erkennen. Da ist viel Rücksicht natürlich, die man nehmen muss. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein sehr großer Zusammenhalt, hier eine Besatzung zu spüren. Doch die echte Familie kann das nicht ersetzen. Schon im Frühjahr war Verena Kitsche wegen ihres Einsatzes im Mittelmeer hin und her gerissen. Denn vom Heimathafen in Rostock sind es nur 400 Kilometer bis nach Hause. Zwischen dem Libanon und Deutschland liegen fast 3000 Kilometer. Natürlich bin ich traurig, wenn ich meinen Freund so lange nicht sehen kann und meine Familie zu Hause. Auf der anderen Seite freue ich mich auf die Seefahrt. Das wird interessant und wird bestimmt auch spaßig durchaus. Und das ist so ein gemischtes Gefühl. Aber ich freue mich auch, natürlich auch drauf. Als Marinesoldatin ist sie mehr als die Hälfte des Jahres unterwegs. Ob auf Manövern oder Übungsfahrten. Ihr UNIFIL-Einsatz im Mittelmeer aber dauert 4 lange Monate. Auch ihr Freund muss erst lernen, damit klarzukommen. Normal telefonieren wir eigentlich jeden Abend miteinander, damit wir uns einfach nochmal hören. Das machen wir jetzt schon seit 2 Jahren so. Also es wird schon eine Umstellung werden, wenn wir uns dann nur per E-Mail schreiben können, vielleicht 2 E-Mails am Tag oder so. Das werde ich erst noch herausfinden müssen. Nach 2 Monaten Einsatz im Libanon hat sie es herausgefunden. Am Anfang haben wir mal jeden Tag telefoniert, aber das hat sich jetzt auch... Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Telefonmensch. Ich schreibe da lieber, hat sich auch nicht jeden Tag eine halbe Stunde was zu erzählen oder so. Und wenn doch, dann wird sie oft an das erinnert, was ihr wegen des Einsatzes entgeht. Ich habe nicht nur das Gefühl, ich weiß, dass ich zu Hause was verpasst habe. Das ist, steht auf jeden Fall fest. Ich war eigentlich auf 2 Hochzeiten eingeladen. Und es waren auch relativ wichtige Hochzeiten, von dem Vater von meinem Freund zum Beispiel oder so. Das ist ein bisschen schade. Man kann nicht das Übliche machen, auf Festivals mit Freunden oder so. Das fällt halt flach. Die deutschen Kriegsschiffe und ihre Besatzung sind nur ein kleiner Teil von UNIFIL. Die ursprüngliche Mission gibt es schon seit 1978. Die Vereinten Nationen überwachen seither die Grenze zwischen dem Libanon und Israel. Die sogenannte Blue Line, die aus Sicherheitsgründen nicht gefilmt werden darf. Hier im Süden des Landes ist auch das UNIFIL-Hauptquartier. Die mehr als 10.000 Blauhelme, auch die deutschen Soldaten, werden von ihm kommandiert. General Luciano Portolano, italienischer Fallschirmjäger. The presence of UNIFIL in the south is a real huge element in Lebanon to guarantee stability. So without UNIFIL, probably the situation would have been different. I don't have the magic ball and saying, oh, what can be that, but I can tell you with the high percentage of certainty that UNIFIL is the real element of stability, not only in the south, but in all Lebanon and probably in all region. In Israel ist man oft anderer Ansicht. Eldad Beck ist Journalist der israelischen Zeitung Yediot Ahronot. Er ist der Meinung, dass der UNIFIL-Einsatz an den Problemen des Libanons vorbeigeht.
Ich glaube, dass die UNIFIL-Mission zurzeit eigentlich keine Rolle hat. Von Stabilität in der Region können wir eigentlich überhaupt nicht reden, weil die Situation in Libanon genauso kompliziert ist wie in Syrien. Inzwischen haben wir ISIS-Kräfte, die gegen Hezbollah kämpfen, Sunniten gegen Schiiten. Die Christen halten sich noch irgendwie an der Seite vom Ganzen, aber früher oder später kann es natürlich zu einer Explosion kommen. Die Hezbollah greift aber nicht Israel zurzeit, weil die wissen ganz genau, dass sie auf zwei oder drei Fronten nicht kämpfen können. Aber es hat eigentlich mit UNIFIL absolut nichts zu tun. Dabei bietet UNIFIL tatsächlich das einzige Forum, in dem Israel und der Libanon miteinander verhandeln. Die sogenannten Drei-Parteien-Gespräche werden hier im UNIFIL-Hauptquartier geführt. You know, the tripartite forum is a place where both delegations of two parties that do not have diplomatic relations meet each other through the mediation and negotiation of the head of mission and force commander UNIFIL. And what is discussed are all the problems related to the security or that might create problems to the integrity of the Blue Line and some other issues that can improve the stability and the peace in the, into the south. Immer wieder kommt es an der Blue Line zu Zwischenfällen, zuletzt am 28. Januar 2015. Nachdem die Hezbollah israelische Soldaten an der Grenze angegriffen hatte, übte Israel Vergeltung. Dabei wurde an der Blue Line auch ein spanischer Blauhelm getötet. Seit 1978 sind 291 UNIFIL-Soldaten im Einsatz gefallen. Tripartite is very useful also in dealing with the with the security issues after incidents, like we had the 28th of January. Immediately I called for a tripartite and to defuse the tension in the area. Der Dialog zwischen drei Seiten existiert seit Ende der 70er Jahren, wo es natürlich zu etwas Entspannung gebracht hat. Aber in allgemein, wenn bestimmte Seiten Interesse hatten, eine Explosion zu verursachen, hat die UNIFIL absolut keine Rolle gespielt. Und von daher, wir können alle Gespräche mit den Libanesen und mit UNO-Vertretern haben. Wenn die Hezbollah morgen die Entscheidung trifft, Israel anzugreifen, wird es tun. Auf See sind Zwischenfälle weniger schwerwiegend, bisher. Trotzdem kommt es immer wieder zu heiklen Situationen. Israelische Schnellboote oder Kampfflugzeuge haben mit Scheinangriffen auch schon die Abwehrbereitschaft deutscher Kriegsschiffe im Mittelmeer geprüft. Deshalb üben die Soldaten schon vor dem UNIFIL-Einsatz, wie sie mit solchen Provokationen umgehen müssen. Wir haben auch schon mit denen sprechen müssen, mit den Fliegern, weil die uns ein bisschen zu nahe wollten. Da muss man halt schnell reagieren und agieren. Und die haben dann dementsprechend auch geantwortet und sind natürlich dann immer auch rechtzeitig noch abgedreht. Weil ansonsten dürften wir natürlich rein theoretisch auch Waffeneinsatz machen. Aber die wissen das auch. Die testen uns dementsprechend auch, ob wir dann noch reagieren. Und das haben wir bisher so immer ganz gut gemacht. Ja. Dank UNIFIL kann der Libanon wieder atmen. Seit dem Ende der Seeblockade 2006 kommen wieder Waren über das Mittelmeer ins Land. Doch der deutsche Beitrag ist in den vergangenen 9 Jahren im Libanon für viele zur Normalität geworden. So beobachtet es auch Paul Cochrane, irischer Journalist, der seit 12 Jahren aus Beirut berichtet. I think so, because the German contingent is solely at sea. People don't come into contact or really know much about the Germans. I mean, people did obviously when the Navy came in 2006. But after that, you hear very little news or anything about what's happening out at sea. I mean, they see much more and are more involved with people obviously on the ground, because you see the armored personnel vehicles and the trucks going past, and you pass the UNIFIL checkpoints. Der libanesische Konfliktforscher Lockman Slim glaubt nicht, dass UNIFIL den Waffenschmuggel ins Land wirksam verhindert. I see more weapons and a lot of Lebanese see more weapons. So, you know, these official versions, they need, perhaps other people can buy this version, but for a Lebanese
citizen, I don't buy this version. Stabilität, das Hauptargument für UNIFIL, reicht den Libanesen nicht. Die Menschen wollen mehr. Stability is not the ideal that they are longing for. I think that a lot of Lebanese are longing for a sustainable peace and not only for a maintaining of a statu quo which could be bothered at any moment by the one or the others of the players on this side or the other side of the border. Denn den Libanon beschäftigen gerade dringendere Probleme. 1,5 Millionen Menschen sind in den vergangenen 4 Jahren vor dem Bürgerkrieg aus Syrien in den Libanon geflohen. Die dritte und größte Flüchtlingsbewegung in das Land, das halb so groß ist wie Hessen. Schon in den 30er Jahren kamen armenische Flüchtlinge, in den 50er Jahren palästinensische, seit 2011 die aus Syrien. Das Leben in ärmlichsten Camps nehmen sie in Kauf, denn zumindest ist der Libanon derzeit sicher. Auch weil UNIFIL das Land zumindest stabilisiert und offene Konflikte verhindert, glaubt Peter Rimmele vom Beiruter Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich denke schon, dass es sehr nützlich ist. Ob es nun wesentlich dazu beigetragen hat, das kann man im Nachhinein meistens nie so klar beantworten. Es geht um Prävention. Und Prävention lässt sich immer schwer messen. Darum wollen die deutschen Blauhelme auch weiterhin Schiffe überprüfen und libanesische Soldaten ausbilden. So lange, bis der Libanon seinen Seeraum selbst kontrollieren kann. This is what we are aiming at. We are aiming at saying at the end to the MTF, thank you very much, you can go back to your countries. We can do that job by ourselves, because the Lebanese Navy is being developed now. Also im Moment sehe ich diese Exit-Option zumindest noch nicht erreicht. Sowohl die Libanesen als auch die Israelis sind froh, dass hier eine Maritime Task Force vor der Küste kreuzt. Und sie sind insbesondere auch froh, dass sich Deutschland daran beteiligt. Bis der Exit, wie man es hier so nennt, erreicht werden kann, müssen natürlich noch einige Punkte erfüllt werden. Insbesondere, dass die Libanesen so gut trainiert sind, das Material haben, dass sie ihre Aufgaben selbst erfüllen können. Doch egal, wie sehr die deutsche Marine vom Libanon gebraucht wird, das letzte Wort über den Einsatz deutscher Blauhelme für UNIFIL hat der Bundestag. Der hat das Mandat zwar gerade erst verlängert, wie immer aber nur für 12 Monate. Motor vessel Nicolas Oscar Sierra, Captain Aitiril Corps, Captain Aitiril Corps, Spec Corps 270270. Motor vessel Nicolas Oscar Sierra, Captain Spec Corps 270, Captain, apply my permission, Captain. No, Captain, impossible, impossible, your information is impossible. Spec Corps 270, apply my permission, Captain, please. I'm not entering the territorial water Lebanese, Captain, Spec Corps 270, speed, Captain. 2, 1, 2. Nicolas Oscar Sierra, go to channel 1, 2. No, Captain, no, Captain. Take course 270. Speed, Captain, take course 270. Motor vessel Nicolas Oscar Sierra, Captain, take course 270. Take course 270. Motor vessel Nicolas Oscar Sierra, do you copy your last message? Captain, go to channel 1, 2, 1, 2. Motor vessel Nicolas Oscar Sierra. Motor vessel Nicolas Oscar Sierra. Motor vessel Nicolas Oscar Sierra, over. Motor vessel Nicolas Oscar Sierra, Captain Aitiril Corps, Captain Aitiril Corps, Spec Corps 270270. Motor vessel Nicolas Oscar Sierra, Captain Spec Corps 270, Captain, apply my permission, Captain. No, Captain, no, Captain. Spec Corps 270. Speed, Captain, Spec Corps 270. So I'm not entering the territorial water Lebanese. Captain, take course 270, speed, Captain. 2, 1, 2. Nicolas Oscar Sierra, go to channel 1, 2. Motor vessel Nicolas Oscar Sierra, Captain, take course 270. Take course 270. Motor vessel Nicolas Oscar Sierra, do you copy your last message? Captain, go to channel 1, 2, 1, 2. Motor vessel Nicolas Oscar Sierra. Motor vessel Nicolas Oscar Sierra. Motor vessel Nicolas Oscar Sierra, over.
Motor Vessel Nicolas Oscar Sierra Captain Altiril Corps, Captain Altiril Corps, Tech Corps 270270. Motor Vessel Nicolas Oscar Sierra Captain Tech Corps 270, Captain Apply my permission, Captain. No, Captain, no, Captain. Tech Corps 270. Speed, Captain, speed, Captain. Tech Corps 270.